Lesels, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Trap mit dem hallo, Schnitzel. Hallo, ich bin auch dabei. Hallo, mein Name ist Razzo und ich spiele hier gerade Minecraft Falle zusammen mit einem Stück Fleisch. Wir werden uns heute die Safari-Map anschauen. Das finde ich aber nicht so schön, dass du dich immer nur aufs Äußere konzentrierst. Ne, wobei das Stück Fleisch ist innen. Nice, dass du dich immer nur aufs Innere so konzentrierst. Also das finde ich jetzt, das geht echt gar nicht. Du musst auch auf die äußeren Werte achten. Ich bin auch noch mit Panier überzogen. Ja. Ah ja, stimmt. Tut mir leid, wie konnte ich es nur vergessen. Ja Leute, wir craften uns heute eine Gravity Gun. Also hoffe ich zumindest. Und wir werden uns die Cyberware Mod anschauen. Ich weiß, ich habe versprochen, dass wir mein Haus fertig kriegen. Daraus wird nichts. Da habe ich im Übrigen das essentielle Teil gekriegt, wo man eigentlich in eine Netherfestung muss. In den Nether werden wir sowieso müssen. Ich brauche einen Glowstone-Block. Benutzt. Da gehst du am besten einfach mit deiner Warpage zu Sufu. Ich habe keine Warpage zu Sufu. Wieso hast du doch immer keine Warpage zu jedem? Also Leute, es ist eine Menge zwischen den Folgen passiert. Ihr seht, ich habe ein funktionierendes Jetpack, das ich enchanted habe. Das können wir ganz einfach mit dieser das Maschine aufladen. Das Jetpack hast du schon letzte Folge. Nee, hatte ich nicht. Ja, da habe ich gedacht, das Flying das aus ist. Das habe ich Ihnen gezeigt. Dabei steht dort sogar 0 Hydrogen geladen. Ja, also wir müssen Hydrogen... Das ist sowieso, dass das steht, weil es dem Ersteller Spaß gemacht hat, nutzlose Werte anzugeben. Dude, ich habe doch gesagt, dass ich nicht wusste, wie man das auflädt. Ich weiß schon, dass da Hydrogen rein soll. Also man braucht den Electrolytic Separator. Ich hast du nicht aufgepasst in Chemie, wie man Wasserstoff kriegt. Das hatten wir noch nicht. Also wir haben den Electrolytic Separator, mit dem wir, wenn wir unser Jetpack da reinlegen. Und ich habe meinen upgrade gerade meinen Electric Separator, damit er 10-mal so schnell ist. Nice, Alter. Ja. Der ist schneller, denn man kann hier auch Upgrades reinpacken. Das habe ich bei dieser Maschine noch nicht gemacht. Also einfach Wasser hier reinfüllen mit einem Smart Bucket habe ich jetzt gemacht. Sind die einzig wichtigen Upgrades eigentlich Speed und Energy. Und du brauchst ist eigentlich bei beidem Speed und Energy, weil sonst hast du zu wenig Speed. Speed habe ich schon bei der Enrichment scheinbar ein bisschen reingemacht. Also hier kann man einfach Wasser reinpacken. Und ja, sonst habe ich hier nichts Neues, außer diese kleine Maschine hier und einige Drachenköpfe. Ich war ein bisschen am Farmen, hier habe ich noch eine Goldkiste hingestellt. Ja. Und ich aber jetzt sonst mal haben wir eigentlich nichts Neues, außer dieses Schwert hier. Und die Rüstung, ja, die habe ich mir halt einfach gecraftet. Ich gehe mal kurz zu dir und dann mache ich... Leute, ich bin zu raxual. Kannst du mir kurz eine Warpage zu Sufu machen? Nein, aber ich kann dir meine Warpage zu Sufu geben. Ja, das meine ich ja. Hi Leute und willkommen wieder zurück zu Minecraft Trap. Ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass wir hier gerade bei Raxo sind, bei seiner Base. Und das liegt daran, dass wir zusammen eine Folge machen werden. Hallo. Denn ich werde ihm helfen dabei sein, ich werde ihm bei Cyberware ein bisschen helfen. Und er wird mir dann zuschauen, wie ich bei meinem Drachen-Dragon-Stil herstelle. Baby. Und jetzt gerade ist... Ist er noch unterwegs und dafür ist er in... Was? Gab kurz gerade einen Verbindungsabbruch, hab dich kurz nicht gehört. Bin gerade bei Sufu. Hat hier schicke Maschinen. Enrichment Chamber, gleich dreimal. Ich habe noch einen Salvage Metabolic Generator bekommen. Ja doch, Sufu sieht ganz schick aus hier. Ich darf ihm leider nichts klauen. Es triggert mich so hart, dass Sufu kein Lager hat, ne? Ich mach mir noch Sufu eins. Sufu hat alles über seine Kisten verstreut. Also ich gehe jetzt hier in den Nether, um mir eine Gravity Gun zu machen. So. Über Sufus Portal. Ja, man sieht, dass hier schon ein paar Leute waren. Und so viel Glück, wie ich habe, habe ich hier direkt ein bisschen Glowstone. Also ja, Leute, tut mir leid, wenn die Qualität der Aufnahme broken ist. Ich versuche mein Bestes, das zu fixen. Sufu ist gerade eh schon... Ach du Scheiße, das ist ein Creeper vor deinem Haus. Bitte lass ihn nicht explodieren. Nee, aber es wäre fast passiert, weil ich auf mein OBS-Fenster geschaut habe, wie das gut ist, der mit der Codierung geht. Also mein CPU ist gerade 50%. Du hast einfach einen Overgrowth-Seed, der ist so gut für Botania. Was habe ich? Einen Overgrowth-Seed hast du hier drin. Ich habe mich schon gewundert, was ich mit dem machen kann.
Damit kannst du einen Grasblock rechts klicken und die Pflanze, die drauf ist, arbeitet dann viel schneller. Okay. So, ich mach mir, also das hier ist jetzt das Crafting Rezept. Die sind richtig selten, diese Overgrowth Seeds. Obsidian? Achso, das ist ein Glasterminal, kein Obsidian. Ich bin dumm. Muss ich jetzt ernsthaft nochmal in... Ach nee, ich habe hier noch ein bisschen. Ich dachte schon, ich müsste jetzt ins End für einen fucking Obsidian-Block. So, und schon haben wir eine Gravity Gun. Ja, ins End. Hi! Du kannst mich damit nicht hochheben. Nicht? Nö. Schade. Aber ich kann andere Mobs hochheben. Du kannst Blöcke hochheben. Ja, Leute! Und mit Linksklick... Mach Linksklick. Los. Nur schau nach oben und mach Linksklick. Ich weiß, was das Ding macht. Tschu, Alter, wow. Alter, sieht das geil aus von der anderen Perspektive. Okay, gut. Dann kümmern wir uns jetzt um Cyberware. Komm. So gut, dann nimm deinen Robo-Surgeon mit und ganz viel Eisen. Ganz viel Eisen? Ich habe genug Eisen. Ich habe wirklich... Ich nehme mal 2 Stacks, okay? Reicht das? Ja, okay. Sollte. Wait, du kannst ja hier schon die ganzen Sachen craften, die wir brauchen. Wir brauchen... Warte kurz. Cyberware. Cyberware. Wir brauchen ein Blueprint Archive. Eine Component Box. Den Component kriegst du später noch. Wir brauchen die Surgery Chamber. Und wir brauchen ein Cyberware Engineering Table. Und wir brauchen einen Cyberware Scanner. Dann stelle ich mal Surgery Chamber hier hin. Und hier am besten ein Crafting Table, weil den brauchen wir noch. So. Nein, hier in die Ecke. Ach so. Und das Blueprint Archive? Hier sind deine Cyber Eyes. Und ich würde sagen, die Surgery Chamber passt besser in die Ecke. So. So, warte kurz. So, hier. Den Cyber Dann machst du hier das Blueprint Archive hin. So, ich mach mal kurz den Cyber West Scanner. So, wo soll ich das Blueprint Archive machen? Hier hin? Hier. Und hier neben diesen Crusher da, oder wie der heißt, den Engineering Cable oder wie auch immer. Was für ein Ding? Was soll ich denn platzieren? Cyberware Engineering Table. Engineering Table? Das ist das Einzige, was ich noch nicht hab. Ah, ist ein freaking Enderman, okay. So, Piston. Fehlt mir noch das Holz. Hui, so. Enderperle. Hui, Enderperle. Hui, dein Gesicht. Hui. Oh, oh, oh. Hui. Hui, noch ein Crafting Table. Hui, Cyberware Engineering Table. Soll ich den jetzt daneben stellen? Hier, ja. Bam. Und ist ein bisschen dunkel hier. Und hier platzierst du jetzt diesen Researcher. Researcher? Wie der heißt, Scanner. Der Scanner. Bam. Ja. So richtig so. Rum. Und hier, ich zeig dir mal, wie der Engineering Table funktioniert. Nimm mal die beiden Dinger. Beziehungsweise, nein. Platzier nur die Hardlens da rein. Und du brauchst Papier. Nimm dir mal Papier. Ja, ich hab Papier. Okay. Ja, leg hier einfach mal 2 Papier rein. Ich hab 3 drin. Okay. Und jetzt leg da die Linse rein. Die Hardlens? Ja. Okay. Ja, die brauchst du eh nicht. Und jetzt drück 15%. Auf den Hammer. So, und hier hast du jetzt ein paar Sachen gekriegt. Und du benutzt jetzt eines davon, um dir deine Component Box zu bauen. Okay. Am besten die volle Ränze Microstructures, die brauchst du am seltensten. Component Box. Okay, dafür brauche ich jetzt noch eine Kiste. Perfekt. Sorge, falls man bei mir draußen Flugzeuge hört, sonst ist da eigentlich nie was. Nice. Okay, ich habe jetzt eine Component Box. Und die platzierst du jetzt auf deinen Blueprint Archive. Hier, mit Shift. Mit Shift. Ja. Und hier kannst du dir jetzt direkt von hier die restlichen Components da links reinlegen. Ah. Ja. Nice, Alter. Sehr gut. So, und jetzt holst du kurz alle deine salvaged Teile, die du gerne researchen möchtest. Also alle deine Cyberware-Teile. Was ist denn diese Anti-Rejection? Was kann ich mit der machen? Nimm einfach alles mit. So, Salvaged. Anti-Rejection, ja. Das ist nur, wenn du zu wenig Toleranz hast, weniger als 25, aber das wirst du nicht brauchen. Okay, ich habe 1,5 Stacks davon hier. Ja, wenn du unter 25 hast, dann musst du die nehmen, um zu überleben.
Ah, okay. Also Drogen. Drogen. Bro, bei mir sind gerade drei jetzt. Creeper. Bro, ich gehe, um ein Monster zu töten, im einen Bereich. Ich komme zurück und drei Creeper sind gespawnt. Nice. Deine Base ist einfach eine Mobfalle. Ja, ich habe bisher nur 4 dieser Stücke. Es kann doch nicht wahr sein. Die sind so unauffällig. Jetzt 5, 6. Ah. Ich kann auch ein paar Blueprints von mir mitbringen. Ein paar Sachen, die ich denke, die du wahrscheinlich brauchen wirst. Ah, doch, eigentlich ist hier relativ viel. So, ich muss noch ein bisschen sortieren. Ganze Cyberwork-Kacke hier, Alter. So, ich bring mal mit Cyber-Eyes. Also soll ich einen alles davon... Was hast du alles? So, ich habe einen Salvaged Metal Lobic irgendwas Generator. Wait, nimm mal ein paar essentielle Sachen mit, die du eigentlich brauchst. Ich habe einen Left Cyberleg. So, das, ja, Cyberleg ist richtig krass. Gut, ich denke, du wirst nur diese Dinge mal wirklich brauchen. Das sind Standard-Dinge. Soll ich das alle? Eine Internal Battery, Cyber Eyes und ein Hubjack. So, das sind die Dinge, soll ich das alles in Cyberware Engineering reinlegen? Diese ganzen Sachen? Nein. Hör auf, so nein zu sagen. Ich hab dich gefragt. Das heißt nicht, dass ich direkt mache. Ich geh zu dir. In den Cyberware Engineering Cable legst du die Dinge rein, die du zerstören möchtest. Die du absolut nicht brauchst. Die quasi useless sind. Ich habe aber 15% Chance von. Ja, aber wenn du tatsächlich die Blueprints haben willst, dann legst du sie in den Scanner rein. Aber hier steht eine 10%ige Chance. Ja, aber du kannst es unendlich oft machen. Das rennt dann 20 Minuten lang und mit einer 10% Chance ist es da. Und wenn die 10% Chance nicht da ist, musst du ein bisschen Papier reinlegen. Okay. Da, und wenn die 10% Chance nicht da ist, fängt es einfach von vorne an. Also warten wir jetzt, bis wir den Blueprint haben. Das heißt, du setzt es Cut und ich ercheate dir das. So, dann gib mir mal deine anderen Sachen, die du noch gecraftet haben musst. La la la. Jetzt legst du hier oben das alles in die richtigen Slots rein. Okay. Human Eyes, soll ich jetzt einfach... Human Eyes raus und Cyber Eyes rein. So, okay. Dann? Dann was hast du noch? Dann habe ich noch die Hutjack. Wo soll die hin? Ja, Hutjack packst du neben die Cyber Eyes, genauso wie dieses Teil, was dich unter Wasser sehen lässt. Dieser Kreis mit dem blauen... dieses Quadrat mit dem blauen Teil drin. Liquid Refraction Calibrator? Ja, der kommt auch daneben. Alter, einfach 3 Sachen nebeneinander, okay. Ich hab auch etwas, was mir, was macht, dass ich Monster durch Wände sehen kann. Es wurde gerade alles wieder rausgenommen. Und etwas anderes, mit dem ich dauerhaft Night Vision hab und etwas anderes, mit dem ich zoomen kann. Es wurde gerade einfach alles wieder mein Inventar befördert, aber auch okay. Ja, jetzt habe ich noch den Liquid Refraction Calibrator. Ja, den legst du auch einfach neben das Hatchet. Dann kannst du unter Wasser sehen. Ah, nice. So. Mit einem halben Herzen reingehen. Das kostet ja Level. Lol, wusste ich nicht. Was, das kostet Level? Ach so, wahrscheinlich, weil ich fast tot bin. Ja. Oh, wegen Last Stand überlebst du. Ah, das macht Sinn. Und Last Stand kostet XP. Das ist ja richtig kacke. Also ja, jetzt kann ich unter Wasser sehen. Du verlierst XP dafür, dass du überlebst. Ja. Ist, denke ich mal, ein fairer Preis. Ja. Gut, und jetzt kannst du unter Wasser, glaube ich, sehen. Geh mal einfach raus und lass mal testen, ob das funktioniert. Okay. Ich bin aber fast tot, Alter. Woo! Yeet! Ja, ich kann sehen. Night Vision einfach, oder? Es ist basically Night Vision. Es ist ein bisschen... Ja, es ist schon Night Vision. Also, draußen sehe ich es nicht, aber... Ein Cyberware-Menü. Dann gehen wir jetzt zu meiner Base und kümmern uns um meinen Drachen. Nice. Oh, der Drache fängt an zu schlafen. Der Drache ist jetzt bei uns und jetzt kümmern wir uns darum, unsere Dragonforge zu bauen. Ich habe schon was vorbereitet, nämlich Dragonforge Bricks. Da benutzt man einfach Dragon Scale Blöcke, irgendwas von Feuerdrachen und Stone Bricks. Ich musste dafür sehr viele Feuerdrachen umbringen. Und dann noch die Dragonforge Fire Core mit 8 Dragonforge Fire Bricks und einem Feuerdrachenherz, war ganz easy. Und dann noch das Dragonforge Fire Aperture mit 4 Eisen-Ingots und weiteren 4 Dragonforge Fire Bricks. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie man das hier baut. Und mir fällt gerade auf, dass ich vermutlich hierfür das Bestiary brauche, weil ich nicht ganz genau weiß, wie man diese Dragonforge denn baut. Also, komm mal her. Ich werde auch mal hier... Ja,
Okay, gut. Also, wenn ich jetzt hier einmal schaue, nach ganz rechts, zu Dragonforge, dann sehen wir hier, wie man das bauen muss. Wir machen einfach fünfmal, okay, gut, ganz einfach. Also, unten machen wir das so. Einfach hier in einem Kreuz die ganzen Dragonscale Bricks platzieren und hier am Rand Dragon Bone Blöcke. So, dann machen wir hier die Fire Core hin. Ey, was machst du mit meinem Drachen? Stopp! Ich schieb ihn nur rum. Darfst du nicht! Stopp! Stopp! Ich sagte Stopp! Halt, Stopp! Der ist sehr empfindlich. Ist okay, er nicht, gut. Er pennt weiter. Was? Ist er nicht, er pennt weiter. Er ist trotzdem empfindlich. Gut, mega. Und jetzt platzieren wir hier oben einfach nur noch. Kommst du bitte her? Ich bin noch bei dir. Das transformiert sich gleich. Du wirst es gar nicht sehen, wenn du nicht herkommst. Nice. So, und jetzt platzieren wir nur noch hier die Dragon Bomb Blöcke und. Krass, Alter, sieht da richtig schick hier aus. Hier sieht jetzt. Schön, von den Seiten sind jetzt diese Öfen. Und ich kann hier jetzt reinlegen Eisen-Ingot und Feuerdrachenblut. Und jetzt muss ich hierher gehen zu meinem Drachen. Der heißt übrigens Schnitzelflambierer, den habe ich umbenannt. Und jetzt muss ich einfach nur hier R gedrückt halten. Und ich glaube, schau mal hin, ob das denn geht. Ja, ich kann nicht unbedingt hinschauen, sonst wäre ich flambiert. Ah, er macht schon automatisch. Und wir sehen jetzt hier, dass das geht jetzt hier automatisch. Und wir müssen jetzt nur ein bisschen warten, bis das ganze Dragon Steel fertig ist. Nice, Alter. Ich will auch gern Dragon Steel haben. Oh, jetzt pennt er. Bro, wieso gehst du schlafen? Oh, jetzt mach's rückgängig. Du musst schnell machen. Es geht zurück. Ich glaube, du musst drauf sitzen. Ich guck mal. Nein, ja, es geht weiter. Es ist nur zu spät. Wait. Wait, nein, nicht times at night, times at day. Ja, du hast einen Dragon Steel. Du solltest vielleicht weggehen. Ja, das Schwert ist aber auch krass, das Dragon Steel. Jupp, das werde ich mir auch machen. Aber das war es auf jeden Fall von der Aufnahme meinerseits. Leute, es tut mir leid, dass jetzt wieder ewig nichts kam. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Minecraft Trap wieder. In der wir vielleicht ein bisschen mehr mit Cyberware experimentieren werden und mit Mechanism, Gott weiß was. Und ja, tschüss. Oh, ich stehe im Drachen drin. Lol. Hey Leute, hier bin ich nochmal. Es war jetzt natürlich eine dezent chaotische Folge. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr noch einige Fragen habt, wir werden in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Habe aber leider noch ein ganz bisschen weiter gespielt und da bin ich leider gestorben aufgrund von einem Bug, der mich 15.000 Blöcke in die Höhe katapultiert hat. Und als ich mich dann nach Hause geworfen habe, bin ich einfach an Fallschaden gestorben. Und weil ich in der Aufnahme beim Schnitzel geschlafen habe, bin ich bei ihm gespawnt worden, aber er hat leider noch nicht geantwortet. Heißt, meine ganzen Cyberware-Sachen sind weg und meine ganzen Sachen sind bei mir zu Hause und ich komme da von seiner Base aus nicht hin. Trotz allem würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!